Das ist Folge 323 mit dem Online-Unternehmer Björn Tantau. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Raik Hade, Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du von mir eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um Kundenservice digital. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, was du machst, wenn dein Unternehmen zusammenbricht. Zweitens, weshalb du es bald noch einfacher hast. Und drittens, wie sich deine Mitarbeiter am besten entfalten können. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm und hilf einem anderen Unternehmer, seine Herausforderung zu überwinden. Der Link ist raikhane.de/323. Bevor wir jetzt gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Der Partner dieser Folge ist die Entrepreneur University. Terminkalender auf und eintragen. 18. und 19.04. Wiesbaden. Der Founders Summit ist das größte deutsche Event zum Thema Startup, Unternehmertum und Persönlichkeitsentwicklung. 2020 werden mehr als 7.000 Menschen zusammenkommen und Vollgas geben. Neben den besten Speakern aus dem In- und Ausland erwartet dich vor allem eines, Spirit. Du willst nach diesem Event sofort etwas Neues gründen. Ich habe bei keiner Veranstaltung so viel Energie erlebt, um direkt in die Umsetzung zu kommen. Insbesondere als Unternehmer hast du die Chance, dich mit Gleichgesinnten auszutauschen und auch vom Nachwuchs zu lernen. In jedem Fall lege ich dir das VIP-Ticket ans Herz, das dich auch mit den Speakern in Kontakt treten lässt. Speziell für dich als Podcast-Hörer hat die Entrepreneur University einen Nachlass von 20% auf den Weg gebracht. Gehe auf foundersummit2020.de und nutze den Code RAIK20 und sichere dir deine 20% Preisvorteil. Founders Summit 2020 und dann den Code RAIK20 nutzen. Wir sehen uns dort. Willkommen Björn Tantau, bist du ready für die heutige Trainingseinheit? Natürlich. Sehr gut, sehr gut. Dann lass uns gleich starten, mein Lieber. Hol uns einmal bitte kurz ab. Was sind die drei wichtigsten Dinge, die wir über dich wissen sollten? Ja, mein Name ist Björn Tantau. Ich bin Berater, Redner und Autor und befasse mich primär mit dem Bereich Social Media Marketing und da in dem Bereich mit der Bezeichnung oder mit dem Thema Lead-Generierung. Das heißt, ich sorge dafür, dass Leute, die mich beauftragen, über Social Media die Kunden erreichen, die sie erreichen müssen, um ihr Business weiter auszubauen. Das ist eigentlich das, womit ich mich tagtäglich beschäftige. Wie gesagt, da in der Funktion als Berater, Autor, aber auch auf der Bühne als Redner. Das war natürlich nicht immer so. Früher habe ich andere Sachen gemacht, komme eigentlich ursprünglich aus einer ganz normalen kaufmännischen Ausbildung, habe dann über die Jahre hinweg viel im Bereich Suchmaschinenoptimierung gemacht, aber dann halt letztendlich ja irgendwann festgestellt, dass mich dieser Bereich Social Media Marketing mit allem, was dazugehört, doch wirklich am meisten interessiert und ich da auch am meisten den Leuten quasi einen Benefit geben kann und helfen kann, dass es da einfach mich am meisten erfüllt. Und deswegen bin ich über die ganzen Wege, die wir auch noch heute besprechen werden, dahin gekommen. Und privat gibt es eigentlich gar nicht so viel zu erzählen. Ich bin eigentlich ein ganz normaler Mensch, lebe in Hamburg, Frau, zwei Kinder. Und wenn ich beruflich nicht unterwegs bin, dann mache ich eigentlich primär das, was viele andere Menschen auch machen. Ich spiele gern Tennis. Ich betätige mich tatsächlich viel in meinem eigenen Garten, weil das ein guter Ausgleich ist zum unternehmerischen Dasein, wenn man Digital-Marketing-Mensch ist, einfach mal im Boden graben kann, im Garten einfach mal umgraben. Das ist eine feine, super Ausgleich. Ja. Und ansonsten gibt es da jetzt eigentlich keine Extreme. Also ich bin kein Extremsportler. Ich mache kein Bungee-Jumping. Ich werde nächstes Jahr Fallschirmspringen. Ich habe festgestellt, dazu muss ich noch ein bisschen abnehmen. Ich bin also zu schwer fürs Fallschirmspringen. Aber das kriegen wir alles hin. Und das geht nächstes Jahr los. Ja, und ansonsten, wie gesagt, bin ich eigentlich wie wahrscheinlich du auch viel mit der Familie unterwegs. Sehr cool, sehr cool. Vor allem der Zen-Garten des Unternehmers tatsächlich als Digitalunternehmer, klar, mal was Handfestes haben, ist auch sehr cool. Richtig, genau. Wir haben uns ja in Lüneburg getroffen, wo wir beide Speaker waren und da war dein ganzes Thema Messenger-Marketing. Ja? Und deswegen Hol uns mal so ein bisschen ab, was ist denn deine spezielle Expertise, was gibst du den Menschen weiter? Ja, Messenger-Marketing ist ja ein Teil des Social-Media-Marketings. Um das ganz kurz abzuholen, Messenger-Marketing bedeutet Marketing mit so Sachen wie WhatsApp oder dem Facebook-Messenger. Beispiel, wenn man eine Facebook-Seite hat, ist man automatisch als Unternehmen auf Facebook via Facebook-Messenger erreichbar. Das heißt, Leute können dort Nachrichten schicken an die Facebook-Seite, / an die Firma, die hinter der Facebook-Seite steht.
Und ich denke mal, jeder, der jetzt zuhört, hat wahrscheinlich WhatsApp am Start auf dem Smartphone, weil WhatsApp ja letztendlich die SMS so ein bisschen abgelöst hat. Und deswegen kann man es so leicht nachvollziehen, dass die Leute halt gewohnt sind, mit so einer App halt Leute anzuschreiben, privat, aber auch immer mehr davon ausgehen, dass auch Firmen via Messenger erreichbar sind. Und das merkt man auch ganz stark in der, also ich merke es halt bei meinen Beratungsmandaten immer mehr, dass tatsächlich die Leute halt Firmen anschreiben und dann auch eine Antwort erwarten. Und ja, wenn man das einmal erkannt hat als Firma, dass Leute einen halt anschreiben und da halt einen Kommunikationskanal suchen, dann ist es halt nicht mehr weit, diesen Kommunikationskanal quasi aufzubohren, damit Marketing zu machen und dann dafür zu sorgen, den Leuten über diesen Kanal noch nützliche Infos weiterzuleiten. Sehr, sehr cool. Und das Spannende dabei, das hast du ja im Intro gerade schon so ein bisschen gesagt, man kann halt viel gezielter seine Wunschkunden erreichen. Und wie gesagt, du hast ja auch wirklich extrem große Erfolge. Da werden wir gleich nochmal so ein bisschen drauf eingehen. Doch, das war ja nicht immer alles so schön. Du hast ja gerade gesagt, du bist ja nicht mit Messenger-Marketing auf die Welt gekommen. Es gab ja auch viele andere Hürden auf deinem Weg. Deswegen hol uns einmal kurz ab. Was war deine berufliche Weltmeisterschaft? Was war deine größte Herausforderung? Wie hast du diese überwunden? Ja, das ist richtig. Das geht wahrscheinlich den meisten von uns so. Deswegen, weil es glatt läuft, ist ja auch ganz normal. Bei mir war es tatsächlich so, dass ich schon lange im Bereich Digital Marketing unterwegs bin. Nicht Social Media Marketing. Früher, wie gesagt, Schwerpunkt Suchmaschinenoptimierung. Also das, was bei Google, wenn man bei Google eingibt, Suchbegriff, und dann wird man gefunden in der Suche. Dann kriegt man Traffic. So war es bei mir auch. Ich hatte diverse Portale und eins davon, was relativ groß war, mit so 30, 40, 50.000 Besuchern tatsächlich pro Tag. Das ging damals um den Bereich Musik, Musikinfos, MP3 und sowas. Keine Tauschbörse, also alles legal, aber halt ein großes Projekt. Und wenn man halt sich auf Suchmaschinentraffic von Google verlässt, dann ist man ein Stück weit natürlich von Google abhängig. Das heißt, wenn Google irgendwas ändert am Algorithmus, also an der Berechnung der Position in den Suchergebnissen, dann kann es sein, dass so ein Projekt sich mal verändert. Manchmal zum Guten, manchmal zum Schlechten. Und bei mir war es halt so, dass dieses tatsächlich wichtigste Projekt, wo halt der Suchmaschinentraffic über die Seite monetarisiert wurde, das heißt, die Seite hat Geld damit verdient, dass Leute über Google auf die Seite kamen und dort sich aufgehalten haben. Das brach dann halt relativ schnell weg. Man muss sich das so vorstellen, wenn Google Updates macht, dann ist das nicht so, dass Google irgendwie anruft und sagt, hören Sie mal, wir machen ein Update bei Ihnen, wollen Sie sich mal vorbereiten? Das läuft nicht so. Google sagt halt so, die sitzen da in den USA in ihrer Zentrale und sagen so, oh, wir machen mal ein Update und jetzt ist das halt relevant. Und dann wird ein Schalter umgelegt, so bildlich gesprochen, und dann war es das auch. Und wenn man dann selber nicht schnell genug ist oder wenn man selber was falsch gemacht hat oder wenn man selber nicht genau gearbeitet hat oder wenn man halt einfach von diesem Update überrascht wird, dann kann es ziemlich in die Hose gehen. Und das war in diesem Fall bei mir tatsächlich so, sodass ich halt da innerhalb von kürzester Zeit ein Projekt, was halt wirklich lange Jahre wunderbar gelaufen ist, viel Geld produziert hat, dass man dann plötzlich da ja nicht vor dem kompletten Nichts, aber schon vor einem sehr, sehr viel kleineren Geldeingang stand. Mhm. Und dann habe ich quasi angefangen zu überlegen, okay, was kannst du jetzt anders machen? Und dann hat sich das so entwickelt, dass ich halt dann Social Media Marketing auch mehr und mehr entdeckt habe, was vorher schon teilweise wichtig war, nachher aber wichtiger wurde. Dann kam viel Beratung dazu, dann kamen Speakings dazu, also öffentliche Speakings auf Konferenzen, Keynotes. Dann habe ich angefangen, Bücher zu schreiben, selber und auch im Verlag und so weiter. Und so hat sich halt das, was ich heute mache, letztendlich aus dem entwickelt. Das war schon die Weltmeisterschaft. Letztendlich bin ich daraus, wie viele andere auch, stärker hervorgegangen als vorher. Aber das konnte man halt zu dem Zeitpunkt nicht wissen. Insofern war die Zeit damals schon recht anspruchsvoll. Glaube ich gern. Und es zeigt es ja mal wieder, ja, je stärker der Sturm ist, desto tiefer werden unsere Wurzeln. Da habe ich neulich einen schönen Spruch gehört und bei dir hat es ja auch bewahrt. Jetzt hast du ja gesagt, Messenger-Marketing, ja, kann man am ganz konkreten Beispiel festmachen, und zwar am Beispiel eines Zahnarztes. Deswegen hol uns doch mal ab, so stellvertretend, nehmen wir diesen Zahnarzt jetzt mal, wie kann ich denn Messenger-Marketing für mich einsetzen? Welche Einsparungsmöglichkeiten habe ich? Wo kann ich vielleicht Prozesse verschlanken? Wo siehst du dort Möglichkeiten, dass jeder Unternehmer im Mittelstand über Messenger-Marketing profitieren kann? Eigentlich ist es ganz einfach. Beispiel Zahnarzt. Zahnarzt hat wahrscheinlich vorne ein oder mehrere, ich nenne es mal Sprechstundenhilfen. Ich weiß jetzt nicht, wie der genaue Terminus ist. Ja. Deswegen möge ich mir verzeihen. Aber halt Damen oder auch Herren, die da vorne sitzen und Termine machen. Mhm. Sowas kann man via Messenger-Marketing abkürzen. Das heißt, es ist möglich, dass eine Person sich automatisch via Facebook Messenger zum Beispiel mit dem Arzt verbindet und dann dort mit speziellen Tools, also mit spezieller Software, kann es gemacht werden, dass quasi jemand
aus verfügbaren Terminen auswählt und dann wird dieser Termin quasi gleich beim Arzt bestätigt, wenn er frei ist und auch gleich beim Patienten. Dann bekommt der Patient im Messenger die Info, du hast einen Termin am 15.07. um 15 Uhr und der Arzt kriegt denselben Termin und dann wissen beide, was Sache ist. Um 15 Uhr sind sie beide da, logischerweise. Mhm. Und dann kann man sich rein theoretisch die Dame vorne, die nur Termine macht, sparen. Mhm. Na, also ein Beispiel für Kundenservice. Absolut. Und was ich halt immer ganz wichtig finde, es geht ja gar nicht mehr darum, irgendwie jetzt Arbeitsplätze einzusparen, sondern man hat dadurch natürlich auch die Möglichkeit, zum Beispiel, hey, mal Bestandskunden wieder anzurufen. Ja, das heißt, man kann ja Aufgaben auch umschichten. Genau. Und gerade das, was du sagst, wie viel Zeit kostet es in einer Zahnarztpraxis beispielsweise, nur Terminkoordination zu machen? Ja, also viele, die da vielleicht auch noch ein bisschen altmodisch aufgestellt sind, haben da vielleicht noch ein Büchlein zu liegen. Ja, so kann man massiv die Arbeitszeit reduzieren. Hast du noch ein weiteres ganz Thema, genau, wo du sagst, Mensch, das ist so ein großer Benefit, den Messenger-Marketing bietet? Man kann Messenger-Marketing auch ganz normal zur Kundenakquise quasi benutzen. Unter bestimmten Voraussetzungen kann man Leute, die mit einem selber in Kontakt gestanden haben, via Messenger nochmal anschreiben und denen halt dann Nachrichten zuschicken. Das heißt, wenn man beispielsweise ein Produkt hat, was jetzt neu in den Verkauf geht und man weiß, die und die Personen haben jetzt in letzter Zeit mit mir über Messenger interagiert, sprich mich angeschrieben, dann kann man unter bestimmten Voraussetzungen denen eine Nachricht schicken nach dem Motto, hier, hör mal zu, mein neues Produkt ist da, du kannst jetzt bei uns das und das bestellen und so weiter. Ist das nicht was für dich? Sprich, Leute, die vielleicht schon was gekauft haben, kann man über diesen Weg nochmal erreichen und muss sie nicht erst wieder über Werbung mühsam einsammeln. Digitale Werbung ist ja sehr gut, funktioniert ganz hervorragend, aber auch da gibt es natürlich Streuverluste und diese Streuverluste lassen sich mit Messenger in dieser direkten 1-zu-1-Kommunikation tatsächlich noch ein bisschen weiter eliminieren als ohnehin schon. Absolut. Und jetzt merke ich schon, so auch bei mir selbst, das ist ja schon ein recht komplexes Thema. Deswegen, wenn ich jetzt sage als Unternehmer, okay, das ist irgendwie spannend für mich, was sind denn so die ersten drei Dinge, die ich tun kann von mir aus, damit ich so erstmal ein Gefühl dafür bekomme? Was schlägst du vor? Welche drei Schritte soll ich einhalten, um dem ganzen Thema Messenger-Marketing bei mir mehr Platz zu geben? Also zunächst braucht man dafür natürlich in Social Media eine Präsenz, sowas wie eine Facebook-Seite beispielsweise, wenn wir beim Facebook Messenger bleiben, da ist es am einfachsten zu erklären. Mhm. Dann braucht man diese Präsenz, über die ist man, wie gesagt, via Messenger erreichbar. Dann bietet es sich an, eine Software zu benutzen, beispielsweise ManyChat ist eine Software aus den USA, die sowas dann quasi etabliert auf der Seite mit Schnittstellen. Und dann muss man sich ein bisschen reinfuchsen in das Thema, um halt dieses beispielsweise Termin-Thema dann abzubilden. Wenn es aber erstmal läuft, dann ist es voll automatisiert und dann muss man sich auch ehrlich gesagt nicht mehr groß drum kümmern. Hm. Es sei denn, es gibt irgendwelche größeren Updates, aber was jetzt Facebook angeht, das ist ja genau Facebooks Intention, die Leute noch mehr an dieses Prozedere heranzuführen. Deswegen machen sie es Unternehmen relativ einfach, dieses Tool einzusetzen. Sehr, sehr cool. Jetzt kann ich mir das vorstellen, okay, ich muss erstmal selber ein bisschen Tuchfühlung damit aufnehmen und jetzt sage ich, okay, aber es ist mir doch zu komplex. Deswegen hol uns nochmal ab. Was ist dein Spezial für die Unternehmerwissen-Community und vor allem auch der beste Weg, mit dir in Kontakt zu treten, dem Experten in dem Bereich, und dann verabschieden wir uns. Der beste Weg wäre natürlich via Messenger einfach auf die Facebook-Seite gehen, facebook.com/Björn Tantor mit OE und dann einfach via Messenger schreiben. Das ist tatsächlich der einfachste Weg, wenn es über Facebook geht. Ansonsten natürlich auch ganz normal meine Website björntantor.com auch mit OE oder halt einfach eine E-Mail schicken. All die Daten gibt es dort auf der Seite. Aber wie gesagt, Messenger am einfachsten auf die Facebook-Seite gehen, dort einmal auf den Button drücken, Text schreiben, absenden und dann bekomme ich das automatisch bei mir ins Postfach und kann mich dann darum kümmern oder einer aus meinem Team macht das dann entsprechend. Aber erreichbar ist kein Problem. Sehr, sehr cool. Und vor allem merkt man dann natürlich auch schon, wie du als Profi das umgesetzt hast. Also insofern auch die Empfehlung, dass ihr das mal nutzt. Verlinken wir auch entsprechend alles in den Shownotes. Björn, vielen, vielen Dank, dass du deine Zeit und deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Ich freue mich aufs nächste Gespräch. Sehr gern. Ich danke dir. Dankeschön. Die Shownotes dieser Folge findest du unter raikane.de/323. Alle Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Unternehmerfreiheit.online. Das ist deine Möglichkeit, um dir deine Freiheit zurückzuholen. Dir hat die Folge gefallen? Du konntest sofort etwas umsetzen? Dann sei ein Held für jemanden und teile diese Folge mit ihm. Einfach den Podcast abonnieren unter raikane.de/podcast oder folge mir auf Facebook und Instagram, um dort die Inhalte zu teilen. Denn ich bin hier, um dich als Unternehmer noch besser zu machen. Danke, dass du Zeit mit uns verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir und damit viel Spaß bei der Umsetzung.